Locken sind nicht einfach zu stylen. Aber wenn du wissen möchtest, wie man Locken richtig stylt und worauf man achten muss beim Lockenstylen, dann ist das Video genau das Richtige für dich. So sah Hamoudi noch vor wenigen Tagen aus. Ungestylt nach dem Friseurbesuch sah Hamoudi dann so aus. Danach haben wir seine Locken gestylt und seine erste Frisur nach dem Lockenstyling sah so aus. Und die zweite Lockenfrisur nach dem zweiten Styling sah dann so aus. Aber jetzt mal langsam. Vor einigen Tagen habe ich das erste Umstyling auf meinen YouTube-Kanal hochgeladen und einer meiner Zuschauer hat einen neuen Haarschnitt bekommen, der Hamoudi. Als der Hamoudi zum Barbershop reingekommen ist, da sah schon ein bisschen wild aus, also seine Locken sind wirklich in alle Richtungen geflogen und auch sein Bart hat eine richtig gute Länge bekommen. Nach dem Barbershop-Besuch sah Hamoudi dann so aus, wir haben ihm einfach eine schöne Frisur verpasst und seine Locken gestylt. Und da sind wir auch schon beim Thema Lockenstyling. Der Hamoudi hatte einige Fragen zum Thema Lockenstyling. Wie style ich meine Locken eigentlich richtig? Was muss ich beachten? Und die Fragen von Hamoudi sind vollkommen berechtigt. Denn Locken sind nicht ganz so einfach zu stylen. Und aus dem Grund gibt es auch dieses Video hier, in dem ich euch nochmal erkläre, wie ihr eure Locken ideal stylen könnt und worauf ihr auf jeden Fall achten solltet, wenn ihr eure Locken stylen möchtet. Wenn du von Natur aus Locken hast, dann weißt du, dass Locken bzw. lockige Haare schnell dazu neigen auszutrocknen. Und so furztrockene Locken, wie jetzt auch der Hamoudi hier hat, das sieht ungestylt natürlich nicht so optimal aus. Und aus dem Grund müssen wir die Locken erstmal schön mit Feuchtigkeit versorgen und dazu springt Hamoudi als allererstes mal unter die Dusche und wäscht seine Haare. Wenn du deine Haare dann gewaschen hast und deine Haare noch handtuchtrocken sind, also noch feucht sind, dann solltest du deine Haare schön mit Feuchtigkeit und Pflege versorgen. Und dazu kannst du am besten ein Arganöl verwenden. Einfach 2-3 Tropfen vom Arganöl nehmen, in deine Hände verreiben und dann schön in deine feuchten Haare einmassieren. Und ganz wichtig an dieser Stelle, das Arganöl nicht wieder auswaschen aus deinen Haaren. Das Arganöl bleibt in deinen Haaren drin, denn deine Haare nehmen das Arganöl auf, die natürlichen Öle auf und natürlich auch die Feuchtigkeit. Also das Arganöl pflegt deine Haare und bleibt in deinen Locken drin. Wenn du deine Locken dann mit Arganöl versorgt hast, dann geht's weiter. Als nächstes werden deine Locken definiert und du musst versuchen, deinen Locken diese natürliche Sprungkraft wiederzugeben. Und dazu nutzt du am allerbesten die Hair Defining Cream. Je nach Haarlänge 3 bis 4 Pumps von der Hair Defining Cream nehmen, ebenfalls ordentlich in deinen Händen verteilen und dann schön in die Haare einmassieren. Und was ist die Hair Defining Cream? Die Hair Defining Cream ist ein 2-in-1 Produkt. Ich persönlich stehe eigentlich nicht so auf 2-in-1 Produkte, zum Beispiel bei Duschgel und Shampoo und Conditioner, das funktioniert einfach nicht. Aber die Hair Defining Cream ist gerade für Locken wirklich ideal. Wenn du nämlich die Hair Defining Cream in deine Locken einmassierst, dann merkst du richtig, wie deine Locken die Hair Defining Cream aufsaugen und die Feuchtigkeit benötigen. Denn die Hair Defining Cream pflegt deine Haare, aber stylt deine Haare auch gleichzeitig. Also 2 Funktionen in einem Produkt. Gerade wenn du Locken hast oder trockene Haare oder struppige Haare, dann ist die Hair Defining Cream wirklich ideal, weil die Hair Defining Cream gibt deinen Haaren wieder die nötige Feuchtigkeit, die nötige Sprungkraft und lässt deine Haare einfach wieder geschmeidig aussehen. Mit der Hair Defining Cream stylst du deine Locken je nach Belieben und beim Locken stylen und definieren, das kann einfach ein bisschen länger dauern, weil Locken, die machen manchmal, was sie wollen, aber gerade mit der Hair Defining Cream bekommst du einfach ein bisschen mehr Kontrolle in deine Locken rein und kannst deine Locken wirklich richtig schön definieren und herausarbeiten und nach kurzer Zeit merkst du auch, dass die Locken wirklich diese natürliche, normale Sprungkraft wiederbekommen und wirklich wieder wie Locken aussehen. Mit der Hair Defining Cream stylt ihr dann schön eure Locken, arbeitet eure Locken schön heraus, bis ihr euer finales Ergebnis erreicht habt. Denn die Hair Defining Cream gibt euren Locken einfach einen gewissen natürlichen Halt, also keinen starken Halt, aber einen leichten natürlichen Halt, sodass ihr eure Locken genau so lassen könnt. Hamoudi hat dann mit der Hair Defining Cream seine Locken zu Ende gestylt und das finale Ergebnis mit Arganöl und Hair Defining Cream sah dann so aus. Und wenn ihr mich fragt, ist das die perfekte Lockenfrisur, schön natürlich, Locken herausgearbeitet, perfekt für den Alltag. Danach hat Hamoudi mich aber noch 2 Dinge gefragt, und zwar, wie bekomme ich mehr Halt in meine Haare rein und kann ich meine Haare jetzt auch noch föhnen? Starten wir erstmal mit der Frage, kann ich meine Haare jetzt auch noch föhnen? Selbstverständlich kannst du, nachdem du die Hair Defining Cream verwendet hast, deine Haare noch föhnen. Generell empfehle ich dir aber, wenn du sehr trockene Haare hast oder Locken hast, die schnell austrocknen, bei Locken ist es meistens so, dass die austrocknen, dann würde ich dir empfehlen, keine Hitze zu verwenden, heißt deine Haare nicht zu föhnen. Weil wenn du dir deine Haare föhnst
und Hitze an deinen Haaren dran lässt, dann trocknen deine Haare noch schneller aus. Wenn du gar nicht auf Föhn verzichten möchtest, dann empfehle ich dir, den Föhn auf die unterste Stufe zu verwenden. Das wäre noch halbwegs vertretbar. Kommen wir zur Frage, wie bekomme ich mehr Halt? Um widerspenstige Haare, zum Beispiel auch Locken, zu bändigen, brauchst du natürlich ein passendes Produkt, was genügend Halt hat und dort auch passend zu deiner Haarstruktur ist, um deine Haare zu bändigen. Und in dem Fall wäre zum Beispiel ein Clay ein richtig gutes Produkt. In diesem Fall habe ich Hamudi das Cream Clay von Blumann in die Hand gedrückt. Bei Clays ist es meistens so, dass die Clays einfach von der Konsistenz her etwas härter sind, weil sie deine Haare natürlich auch bändigen sollen. Deshalb ist es auch enorm wichtig, wenn du das Clay halt nimmst, also zum Beispiel 2-3 Erbsengrößen rausnimmst, dann musst du das Clay erstmal schön ordentlich in deinen Händen verteilen, damit auch nichts verklumpt. Also erstmal das Clay ordentlich in den Händen verreiben, dass du es wirklich ordentlich überall in den Händen verteilt hast und erst dann das Clay in deine Haare einarbeiten und einmassieren. Und Hamudi hat das auch sehr gut gemacht. Der hat sich zudem noch einen groben Kamm zur Hilfe genommen, um seine Locken einfach noch mehr zu bändigen und ein wenig nach hinten zu ziehen. Und die finale Lockenfrisur mit Arganöl, Hair Defining Cream und Cream Clay von Blumann sah dann so aus. Jetzt vergleichen wir nochmal die Looks miteinander. Ungestylt sah Hamudi vorab mit seinen trockenen Locken so aus. Die erste Lockenfrisur gestylt mit Arganöl und Hair Defining Cream sah dann so aus. Und die zweite Lockenfrisur gestylt mit Arganöl, Hair Defining Cream und Cream Clay sah dann so aus. Und wenn wir jetzt nochmal die beiden finalen Lockenfrisuren nebeneinander halten, dann sehen wir, dass wir bei der ersten Lockenfrisur mit Arganöl und Hair Defining Cream die Locken richtig schön herausgearbeitet haben. Man hat auch diese natürliche Sprungkraft von den Locken und die Locken und generell die Frisur ist einfach ein bisschen voluminöser. Bei der anderen Lockenfrisur, wo wir das Cream Clay verwendet haben, haben wir die Locken einfach nochmal ein bisschen gebändigt mit dem Clay und dementsprechend ist die Frisur auch nicht ganz so voluminös und die Locken kommen nicht ganz so dolle heraus. Jetzt stimmt ihr persönlich mal ab, welche der beiden Lockenfrisuren euch da draußen am besten gefällt. Wenn ihr mich fragt, die eine Frisur ist eigentlich so die perfekte Alltags-Lockenfrisur, also nur mit der Hair Defining Cream und dem Arganöl. Und die andere Frisur ist eher so die Date-Night-Frisur oder ich gehe in den Club-Frisur, wo du die Locken einfach ein bisschen gebändigt hast, wo das einfach ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen geleckter aussieht. Also summa summarum müsst ihr auf jeden Fall beachten, wenn ihr eure Locken richtig stylen wollt, dass ihr eure Locken definitiv mit ordentlich Feuchtigkeit versorgt. Denn Locken neigen dazu auszutrocknen. Ihr könnt dazu bestenfalls ein Arganöl nehmen und um eure Locken herauszuarbeiten und zu definieren, um halt ein bisschen mehr Kontrolle in den Locken zu bekommen, benutzt ihr bestenfalls die Hair Defining Cream. Und wenn ihr eure Locken ein wenig bändigen wollt, dann empfehle ich euch, ein passendes Clay zu verwenden, was einen Medium bis starken Halt hat, damit es eure Locken auch wirklich bändigen kann. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video, was das Thema Lockenstyle angeht, ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr weitere Fragen habt, packt es einfach in die Kommentare rein. Und weitere Videos zum Thema Frisuren findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Und jetzt wünsche ich euch allen da draußen viel Spaß beim Lockenstyle.